Herzlich willkommen aus unserem herrlichen Garten. Wir genießen heute das Wetter und nutzen es auch gleich für einen Rosenrückschnitt. Heike Hübscher ist bei uns, Leiter des Rosengartens in Zweibrücken. Du zeigst uns gleich anhand von Beet, Busch, Strauch, Kletterrosen. Rose. Genau, was man jetzt machen muss. Und das Wichtigste ist, glaube ich, Mut zu haben. Ja, ganz viel Mut und tief zu schneiden, ruhig auch unter die Erde. Und wenn man da richtig ansetzt, bei welcher Rose, wirst du das uns gleich zeigen. Wir. Vorher gucken wir aber noch auf ein anderes Rosengewächs. Die Himbeere ist ja ein Rosengewächs. Ja. Und die Himbeere, deswegen komme ich drauf, ist der deutschen liebste Marmelade. Konfitüre. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja? Wenn eine gekauft wird, dann vor allem die Himbeermarmelade. Willst du mal eine probieren? Ja, gerne. Leider noch nicht aus eigener Zucht. Nee, und Art, mal gucken, wo die her ist. Ja, ist auch für die Himbeermarmelade. Mm. Himbeerkonfitüre ist es ja richtig. Schmeckt schon. Mm. Ein wichtiges Kriterium. Wir haben, weil ja heute Donnerstag immer Testtag ist im ARD-Buffet, mal die Himbeerkonfitüren für Sie getestet. 6 verschiedene Produkte haben wir eingekauft. Alles Konfitüre extra. Die extra Himbeere vom Marktführer Schwartau für 64 Cent pro 100 Gramm. Die Nummer 2 ist von Centis. Die Sonnenfrüchte kaufen wir für durchschnittlich 67 Cent. Die Himbeerkonfitüre extra für 73 Cent von Bon Maman. Am teuersten ist Landliebe für 78 Cent je 100 Gramm. Günstiger ist Konfitüre extra beim Discounter. Rund 20 Cent pro 100 Gramm kosten sowohl die Grandessa von Aldi Süd und die Maribel-Konfitüre von Lidl. In der Markthalle Stuttgart bitten wir zum großen Geschmacksvergleich. 150 Leute probieren in unserer Blindverkostung. Die hat mehr Himbeergeschmack, ist nicht so süß. Da kommt einfach der Geschmack von der Himbeere mehr raus. Ist zu süß. Da ist mit zu viel Zucker dran. Klar vorne bei unserem Geschmackstest mit 32 Himbeeren, die Konfitüre extra von Centis. Nur 15 Himbeeren und damit unser Geschmacksschlusslicht, Bon Maman. Geschmacklich gibt es offenbar deutliche Unterschiede. Wie kann das sein? Für Konfitüre extra gilt, 45 Gramm Früchte pro 100 Gramm müssen enthalten sein. Mit Elvira Schwörer von der Verbraucherzentrale schauen wir auf die Inhaltsstoffe. In unseren Konfitüren extra stecken etwa 50 Gramm Himbeeren pro 100 Gramm. Bei Schwartau sind es sogar 59. Auffällig? Wir haben bei 3 Beispielen nicht nur Zucker als Süßungsmittel enthalten, sondern eben auch Glukosesirup, Fructosesirup, Glukose-Fructose-Sirup. Die verwenden die Hersteller, weil es eben preisgünstiger ist. Das kann aus Maisstärke hergestellt werden und damit wesentlich günstiger als aus Zuckerrüben. Verboten ist das nicht. Aber bei der Kombination verschiedener Süßungsmittel ist der Gesamtzuckergehalt nicht immer ersichtlich. Woher kommen die Früchte? Bei Schwartau sollen wir auf der Rückseite fündig werden. Doch bei unserem Glas finden wir nur den allgemeinen Hinweis Made in Germany. Wenn man aber andere Konfitüren anguckt im Supermarktregal, da findet man einen sogenannten QR-Code. Und wenn man den eingibt, dann erfährt man tatsächlich was über die Herkunft der Zutaten. Auf Nachfrage erklärt Schwartau, uns ist in der Produktion leider ein Fehler unterlaufen. Auf der Website erfahren wir, die Schwartau-Himbeeren kommen aus Serbien und Polen. Bei Bon Maman könnte man den Eindruck haben, diese Konfitüre kommt aus Frankreich. Doch das Unternehmen schreibt uns, wir bevorzugen Himbeeren aus Europa, aber es kommt vor, dass wir veranlasst sind, die Himbeeren zur Herstellung unserer Bon Maman-Konfitüren weltweit zu beschaffen. Auch bei den anderen Herstellern fragen wir nach. Die Konfitüren von Centis und Lidl werden mit polnischen und serbischen Früchten zubereitet. Landliebe arbeitet nur mit Himbeeren aus Serbien. Aldi antwortet uns nicht. Serbien und Polen sind auch die Hauptanbauländer für Himbeeren. In Deutschland werden gar nicht so viele erzeugt, wie wir in Deutschland letztendlich verzehren. Insofern sind wir auch auf einen Import von Himbeeren angewiesen. Je nach Herkunftsland verwenden die Bauern unterschiedliche chemische Pflanzenschutzmittel. Grundsätzlich in Ordnung, solange in den Konfitüren nichts mehr davon übrig ist. Doch ist das bei unseren der Fall? Das wollen wir im Labor herausfinden. Im Institut Nehring lassen wir jede Konfitüre genau auf Pestizide untersuchen. Alle
Werte, die wir gefunden haben, lagen sehr deutlich unter den Grenzwerten, die ja gesundheitlich begründet sind. Und insofern kann man diese Konfitüren unbedenklich essen. Bei den meisten Konfitüren haben wir sogar gar keine Rückstände gefunden. Im Labor sind also alle 6 Konfitüren extra in Ordnung. Unser Fazit. Die Inhaltsstoffe sind bei allen Konfitüren okay. Bei der Herkunft der Früchte hat Aldi als einziges Unternehmen keine Angabe gemacht. Und Bon Maman verwendet Himbeeren aus aller Welt. Auch in unserem Geschmackstest hat die teure Bon Maman Konfitüre für 78 Cent am schlechtesten abgeschnitten. Gesamtsieger hier die Konfitüre Sonnenfrucht von Centis für 67 Cent pro 100 Gramm. Und das ist ja schon mal gut zu wissen, dass wenigstens keine Rückstände drin sind und dass die meisten Himbeeren aus Polen und Serbien kommen. Hätte ich auch nicht gewusst. Wir genießen hier nicht nur das Wetter, sondern wir arbeiten auch schon ernsthaft bei uns im Garten. Heike Hübscher ist bei uns, Leiter des Rosengartens in Zweibrücken. Und du bist schon dabei, die Rose zu schneiden, weil jetzt definitiv auch die richtige Zeit dafür ist? Es ist absolut die beste Zeit. Hier gerade ist in Baden-Baden sind wir auf dem Idealzeitpunkt. Mhm. Als ich hier reingefahren bin in die Stadt, die Forsythie blüht und erste Kirschen auch schon am Aufblühen, also noch besseren Zeitpunkt hat man nicht. Mhm. Die Forsythie ist diese Zeit, da dann die schlimmsten Fröste rum sind. Da kann man von ausgehen, da passiert nicht mehr so viel. Da passiert nicht mehr so viel. Spätfrost kommt mal noch, aber die großen Fröste sind definitiv rum. So, und du sagst, unsere Kletterrose hat es jetzt erstmal nötig. Genau. Zeig mal. Die hat solche Aufsetzer gebildet im letzten Jahr. Da hat sie wunderschön dran geblüht. Eine Nachblüte kam dann auch, das ist dieser Seitentrieb. Und jetzt muss ich das Ganze wieder zurücksetzen. Wenn ich den lassen würde, die würde jetzt hier vorne weiter wachsen. Und dann wird das immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer. Ja. Und dann können die unter der Blütenlast wirklich so knicken. Oh, und das ist natürlich dann ganz schlecht, wenn sie dann zu lang werden. Und deshalb setzen wir die wieder zurück. Ich nehme mal hier so einen raus. Das hier ist so einer. Wir setzen die zurück auf so eine Länge von etwa 10 cm. Ich mache das mal weg. Und dann kann man hier mal zählen. Wir haben 1, 2 und da unten ist noch 1, 3 Augen. Das sind die Knospen. Da sind diese kleinen Knubbelchen. Da waren die Blätter letztes Jahr dran. Da unten, da sieht man es am schönsten. Da waren die Blätter letztes Jahr dran gewesen. Und da kommen jetzt wiederum Blütentriebe, Austriebe, die dann Blüten ansetzen. So muss man sagen. Okay, also die Kletterrose nehme ich auf 3 Augen zurück. Auch dann diese ganzen Seitentriebe nehmen wir zurück. Und das ist dann wirklich jetzt so eine Sisyphus-Arbeit. Mhm. Wir gehen hin und schneiden die ganzen. Und was wir zusätzlich machen, ist so einen Trieb dann auch mal rausnehmen. Dieser Trieb, da war, ist schon mehr dran gewachsen. Das ist schon mindestens 2 oder 3 Jahre alt, das Ganze. Und man sieht auch, da ist der Blütentrieb dann ganz schwach gewesen im letzten Jahr. Sowas nehmen wir ganz weg. Da muss ein neuer ran. Okay. Einfach ein bisschen Mut zum Ausdünnen dann auch haben. Da muss man Mut zum Ausdünnen haben. Und das geht dann auch größere. Es geht dann bis zu dieser Größe hier. Der muss ganz raus. Das ist auch ein Alter, da schneiden wir nicht mehr drauf. Und die anderen immer wieder einkürzen, einkürzen, einkürzen. Man muss keine Angst haben, wenn man den Pelz hier sieht, den diese Rose bildet, da muss man wirklich keine Angst haben, dass da nichts mehr blühen würde oder nichts mehr kommen würde. Mhm. Die hat so viele Triebe, dass man das wegnehmen herzhaft kann. Herzhaft reingehen kann. Herzhaft wirklich reingehen kann da auch. Das ist ja gar nichts mehr dran gewesen im vergangenen Jahr. Du schneidest jetzt auch richtig dicke Äste raus, also richtig fette. Ja. Wie bestimme ich jetzt die Wuchsrichtung, wenn ich sage, ich möchte aber, dass diese Kletterrose quasi dieses Dach des Hauses umgrenzt? Wir haben hier, ich mache den mal noch weg, damit der da nicht so quer reinsteht. Wir haben hier sehr gute Jungtriebe, so ein ganzes Büschel. Ja. Und da suche ich mir einen raus. Ich kann die auch mal mir 2, 3 stehen lassen. Ich würde jetzt die 2 hier stehen lassen, den weg und den auch weg. Und diese Triebe, die nehme ich dann und biege sie mir runter aufs Dach. Ich mache, da muss ich dann aufpassen, das ist dann kurz vorm Brechen, sind die, muss ich ganz vorsichtig runter machen. Und dann fixiere ich die, hier haben wir ein Stahlseil drüber gezogen übers Dach. Und an diesem Stahlseil, da fixiere ich die dann. Und das beste Mittel, um das zu tun, sind solche gummierten, ich habe mir die einfach mal in die Hosentasche. Kannst du es vielleicht noch mal fetzen lassen, weil wir gerne noch auch die anderen Rosen zeigen würden, bevor du jetzt dich bei der Kletterrose verausgabst.
Wir haben nämlich hier auch im Kübel noch andere Rosenarten stehen. Da ist zum einen eine Beetrose oder ist es eine Edelrose? Was ist das? Das ist eine Beetrose. Ja. Eine Edelrose wäre straffer aufrecht gewachsen. Mhm. Man würde das sehen. Die Beetrose ist eher so ein buschige. Aber diese Beetrose hat ganz schlecht ausgetrieben. Hier sind ganz viele sehr dünne Triebe, die letztes Jahr kaum Blüten gebracht haben. Diese ganzen Feinen, die nehme ich alle weg. Ein Trieb, der letztes Jahr nichts gebracht hat, wird dieses Jahr nicht besser. Und dann schneide ich die Rose ganz weit zurück, wirklich bis ins Erdreich rein. Schneide ich die zurück, nehme das alles weg. Die können ganz entfernt werden. Also da muss man echt mutig sein. Sehr mutig sein. Und das wäre dann das, die treibt wieder aus. Ich habe ja die ganzen Wurzeln zur Verfügung. Und dann wird die sehr stark wieder austreiben. Ich habe hier eine Frage per Mail bekommen von einer Zuschauerin, von Frau Badenheuer. Sie hat Bodendecker gepflanzt, Rosen. Und fragt jetzt, wie sie diese Rose schneiden muss. Zudem hat sie aber auch alte Rosen, die 23 Jahre alt sind. Ja. Und sie fragt, wie lange die noch halten. 25, 30 Jahre ist kein Problem für eine Rose. Ja. Die kann sie erreichen. Guten Gartenstandort, guter Schnitt und gute Ernährung. Dann werden die so alt. Also die haben noch ein paar Jahre. Solange die blühen und Jungtriebe bilden, ist das gar kein Problem. Keine Sorge. Und die Bodendecker schneidet sie im Grunde auch zurück wie hier? Die Bodendecker schneidet man ein klein bisschen anders zurück. Mhm. Aber da haben wir ein Beispiel. Wollen wir ganz kurz noch, Heiko, bevor wir zu den anderen gehen, noch kurz zeigen, wie die dann blühen, wenn wir sie schön zurückgeschnitten haben. Das ist allerdings mal. Genau. Das ist nämlich so schön, das sieht jetzt alles so ein bisschen kümmerlich aus. Und aber das ist die Hoffnung. Das ist dann die Hoffnung, die kommt. So schön war die mal. Ja. Und so schön wird sie auch wieder werden, jetzt wo sie zurückgesetzt ist auf Anfang. In aller Kürze noch die, was ist das? Die Kleinstrauch- oder Bodendeckerrosen, die machen so ganz lange Triebe. Diese Triebe, die kürze ich nur ein Stück weit ein, der hier ist viel zu lang, den kürze ich nur ein. Und wenn ich dann so einen Trieb einkürze, dann gehe ich hin und nehme aber einen anderen Trieb sehr weit unten weg, um dem dann auch Luft zu machen, damit er Platz hat. Und den Rest schneide ich Stummel, ähnlich wie bei der Kletterrose gezeigt, lasse ich dort Stummel stehen. Es ist eine kleine Strauchrose. Die Leute sagen immer Bodendecker, aber in Wirklichkeit ist es ja gar keiner. Sie deckt ja nicht den Boden ab. Sondern sie wird eine kleinere. Genau, es ist eine kleinere Strauchrose und die ist dann, zapp, da kann man auch sowas mal stehen lassen. Ich nehme mit, Heiko, wir sind mutig. Wir müssen mutig sein. Ausdünnen, zurückschneiden, der Rose Luft und Licht geben und dann hat die nicht wieder richtig Schub von unten raus. Dann kann die richtig gut wieder blühen. Wir haben natürlich all die ganzen Rosen nochmal bei uns im Internet zusammengefasst, welche Rose man wie schneidet. Wenn Sie einfach bei uns auf der Seite vorbeigucken, adbuffet.de, da sind nochmal mit Heikos Hilfe all die Rosen, wie man sie richtig schneidet, zusammengefasst, damit es bei Ihnen auch so üppig blüht. Hoffentlich. Heiko, du bist auch nach 13 Uhr noch Facebook live. Ja. Das ist auch nochmal ein super Tipp. Also wenn Sie noch Fragen haben an unseren Rosenfachmann. Auf jeden Fall. Du bleibst hier im Garten, weil es so schön ist, oder? Wir kommen mit der Kamera raus. Gerne. Das ist gut. Genau. Wir sind jetzt auf Malle, Mallorca. Da blühen noch nicht die Rosen, aber die Mandeln. Super Reisezeit im Moment, um nach Mallorca zu fahren. Aber wie ist es da jenseits von Urlaub, wenn man leben möchte auf dieser Trauminsel? Markus Beug, den zeigen wir Ihnen heute in unserer Reihe Mein Mallorca. Er hat Deutschland den Rücken gekehrt, seine Firma hier verkauft, weil er auf der Trauminsel noch mal neu starten wollte. Und dann kam ein schwerer Unfall, der alles anders gemacht hat. Die Finca Can Caballera bei Santa Maria del Cami. Hier vermietet Markus Beug barrierefreie Ferienapartments. So, dann wollen wir erstmal hier mal Licht reinbringen in das Apartment. Seit 24 Jahren lebt der Hamburger auf Mallorca. Ich wollte schon ganz gerne in den Süden und habe ich mir dann das Lächeln Europas ausgesucht und das ist ja nur Spanien. Dann habe ich mich auf mein Motorrad geschwungen und bin hier runtergekommen mit einer Tasche. Auf Mallorca angekommen, macht sich der damals 30-Jährige als Einzelhändler im Bereich Textil selbstständig. Er eröffnet einen Laden in Pagera, im Südwesten der Insel. War eine schöne Zeit. Vor allen Dingen ging es so problemlos, weil die Leute sind im Urlaub, das Geld sitzt wahrscheinlich lockerer und dann nehme ich das Teil doch mal mit, auch wenn es fürchterlich überteuert war, aber egal, wenn es halt passt und gut aussieht und die Leute ein bisschen Farbe im Gesicht haben, dann sind sie halt im Kaufrausch, das geht schnell. Das Geschäft läuft gut. Markus plant, einen zweiten, größeren Laden in Palma zu eröffnen. Die Renovierung ist fast abgeschlossen, als Markus und seine damalige Freundin einen schweren Autounfall erleiden. Zu schnell, Reifen geplatzt, alles schwer nachzuvollziehen. Auf jeden Fall sind wir aus einer Kurve rausgetragen, rechts reingefahren nach unten.
Das ist, als wenn man also von Mike Tyson einen Faustschlag in den Bauch bekommt. So war das Gefühl. Und der Schmerz steht eher an zweiter Stelle. Es ist einfach dieses überwältigende Gefühl, dass irgendwas ganz Heftiges passiert ist. Markus' Freundin stirbt noch am Unfallort. Er selbst kommt mit einer Querschnittlähmung in Höhe des 12. Brustwirbels ins Krankenhaus. Dann kommt deine mentale Phase, die du aber selber erstmal gar nicht so realisieren kannst und auch nicht visualisieren kannst, weil es ist einfach nicht greifbar. Da hat der Körper so eine Schutzfunktion, dass er einfach abschaltet und sich nur um die Heilung kümmert und dein Gehirn erstmal ausgeblendet ist. Das kommt dann erst später. Seine Eltern wollen ihn zurück nach Hamburg holen. Aber für Markus ist klar, er bleibt auf Mallorca. Der damals 34-Jährige verkauft sein Haus und baut neu. Eine Finca mit 3 rollstuhlgerechten Ferienapartments. Das war dann meine mentale Aufarbeitung des Unfalls. Habe ich angefangen, eben mein Haus zu konzipieren, habe mir einen ganz jungen Architekten geholt, der gerade mit dem Studium fertig war, und habe mit dem dieses Konzept quasi erarbeitet. Flop. Licht geht so weit. So, hier sind die Bäder. Die sind eben auch wirklich wunderbar rolligerecht. Groß, dass man sich gut bewegen kann. Kann man schön unter das Waschbecken fahren, also diese Höhen, das ist immer ganz wichtig. Und das Gleiche hier hinten im Schlafzimmer. Die Türen sind alle 95 breit. Hier haben wir die Betten, das Doppelbett 2x2. Und da habe ich es halt so gemacht, da habe ich den einen Motor, das ist ein Pflegebettrahmen, den habe ich integriert in das eigene Bett, sodass man den gar nicht sieht. Neben der Vermietung seiner Ferienapartments betreut Markus auch den rollstuhlgerechten Umbau von anderen Wohnungen. Das Geheimnis für einen Rollstuhl ist Platz. Der Rollstuhlfahrer, würde ich sagen, braucht mindestens den doppelten Platz eines Fußgängers. Ich würde sagen, fast dreimal, um bequem irgendwo durchzukommen. Markus hadert nicht mit seinem Schicksal. Viel lieber ist er aktiv, auch in seiner Freizeit. Am liebsten geht der 54-Jährige zusammen mit seiner Freundin segeln. Jetzt im Winter stehen aber erstmal Wartungsarbeiten und Schönheitsreparaturen an. Dann wird der Ölfilter gewechselt, Ölwechsel, die Hölzer müssen gestrichen werden, der Rumpf poliert, teilweise Anoden gewechselt, was halt so anliegt, um es wieder fit zu machen für die nächste Saison. Ich habe das Boot auch umgebaut, sodass ich da 2,60 Meter mal 1,60 Meter Fläche habe, wo wir auch dann drauf schlafen oder halt den Tag verbringen, noch ein Sonnensegel oben drauf über dem Baum. Sehr angenehm. Katrin und Markus sind seit 3 Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in dem Restaurant, in dem Katrin damals als Köchin gearbeitet hat. In diesem Restaurant ist eine offene Küche, beziehungsweise ist ein Fenster zur Terrasse. Und ich glaube, da hast du mich entdeckt, oder? Da habe ich dich entdeckt. Ja. Und da hast du mich da abgegriffen. Quasi. So kann man sagen, ja. Ich war wirklich vom ersten Moment dann von ihm verzaubert, würde ich sagen. Weil er hat so eine tolle Ausstrahlung. Und diesen Rollstuhl hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Also von Anfang an nicht. Also es war, weil er auch so locker damit umgeht, war das für mich irgendwie auch von Anfang an kein Thema. Aber es ist gut. Ich mag ihre sehr, sehr impulsive Art. Und was sie macht oder Sachen, Dinge, die sie angeht, die geht sie auch mit voller Energie an. Und das passt an sich auch so in mein Lebenskonzept. Denn wenn ich was mache, dann mache ich es auch 100% oder ich lasse es sein. Und da ergänzen wir uns ganz gut. Das funktioniert wunderbar. Noch wohnen Katrin und Markus nicht zusammen. Aber das soll sich bald ändern. Für beide ist klar, Mallorca ist ihre Heimat. Ja, und Katrin, die Freundin von Markus, die Sie eben gesehen haben im Film, ist ja Köchin. Und deswegen haben wir gesagt, ach, das wäre doch nett, wenn sie mal für uns hier im ARD-Buffet kochen würde. Montag kommt sie zu uns und kocht natürlich was Spanisches. Ja, das macht schon irgendwie Lust auf Mallorca. Es ist eine tolle Insel und irgendwie das ganze Jahr ist es da schön. Die Frage ist natürlich, wie ist es da jetzt? Ist jetzt eine gute Reisezeit für Mallorca? Das kann vermutlich Wolfgang Rossi, der Kollege vom Wetter, beantworten. Wolfgang, jetzt ab nach Malle.
Ja, die beste Reisezeit für Mallorca ist natürlich abhängig davon, was man eigentlich will. Sonnenanbieter, die werden im Juni, Juli, August nach Mallorca fliegen, müssen dafür aber ordentlich schwitzen bei über 30 Grad. Wer dem Winter in Deutschland entfliehen will, also von Dezember bis Februar, kann sich über durchschnittlich rund 15 Grad Tagestemperaturen freuen und über rund 5 Stunden Sonnenschein am Tag. Jetzt im März scheint die Sonne im Schnitt 6,2 Stunden lang bei durchschnittlich 16,7 Grad und rund 36 Litern Regen auf den Quadratmeter. Zum Vergleich, in Frankfurt kommen im März 51 Liter runter, die Sonne lässt sich knapp 4 Stunden blicken und die durchschnittliche Höchsttemperatur liegt bei rund 10 Grad. Da hat Mallorca eindeutig die besseren Karten, würde ich sagen. Aber wir wollen nicht meckern, gerade heute nicht, denn wir erleben im größten Teil der Republik einen sehr, sehr freundlichen Tag. Man sagt dann ja gerne, die Sonne hat inzwischen viel Kraft. Das heißt aber nicht, dass die Sonne tatsächlich stärker geworden ist. Sie steht nur in einem deutlich steileren Winkel. Ihre Strahlung legt einen kürzeren Weg durch die Atmosphäre zurück und ist deshalb natürlich wirkungsvoller. Das können wir hier schön sehen. Am 21.12. vergangenen Jahres stand die Sonne sehr tief bei 16,5 Winkelgrad. Heute erklimmt sie bereits 38,3 Winkelgrad, im Sommer 63,5. Kommen wir zum Wetter. Heute ein meist schöner, sonniger Tag. In der Nacht tauchen im Nordwesten dichte Wolken auf, die am Morgen ungefähr eine Linie Niederrhein-Uckermark erreichen. Es kann etwas regnen. Morgen breiten sich Wolken von Nordwesten weiter aus und erreichen am Abend die Alpen. Es regnet etwas. Im Süden kann es am Nachmittag gewittern. Auf manchen Bergen können sich sogar Flocken unter die Tropfen mischen. Im Norden danach Schauer und kurze Gewitter mit stürmischen Böen. Die Temperaturen. Heute Nacht an den Alpen stellt sich leichter Frost ein, minus 1 Grad. Im Ruhrgebiet bleibt es mit 8 Grad plus am wärmsten. Morgen werden auf Rügen 7 Grad erreicht. Dort bleibt es am kühlsten, 19 Grad im Breisgau und im Münchner Raum. Die Aussichten. Am Samstag viele Wolken, es regnet, auch kräftig und länger. Im Harz, im Erzgebirge bzw. im Thüringer Wald kann es bis in mittlere Lagen schneien. In der Mitte und im Süden sehr windig mit stürmischen Böen. In den Bergen Sturmböen und schwere Sturmböen. Am Sonntagvormittag regnet es eher in der Südwesthälfte, am Nachmittag in der Nordosthälfte. Am Montag wird es dann in der Südhälfte ruhiger, nur ein wenig Regen weiter nördlich, mehr Wolken und mehr Regen. Trotz alledem, der Frühling wird sich nicht aufhalten lassen. Und Frühling bedeutet ja auch frisches Gemüse, wie der junge Spinat, der in diesen Tagen in Nordhessen heranwächst. Ein bisschen darf er das noch, denn er ist noch klein, aber die Landwirte sind mit dem Ergebnis zufrieden. Und damit zurück zu dir, Evelyn. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Die Landwirte freuen sich sicher über den Regen. Wir hätten übers Wochenende gerne noch das Wetter ein bisschen behalten, was wir jetzt haben. Ich auch. Aber du hast schon ein bisschen Farbe bekommen, sehe ich. Du warst schon in der Sonne, ne? Grüße nach Frankfurt. Auf Mallorca, ich gebe es zu. Oh, Neid. Okay. Dankeschön nach Frankfurt. Tschüss. Lieber Otto, hey, der bringt mich schon mit seinem Malle so aus dem Tritt. Brauchst du denn überhaupt Spinat heute für deinen Gemüsestrudel? Nee, ne? Ich wäre auch lieber in Mallorca. Mallorca. Nee, du bist hier. Du machst uns einen Gemüsestrudel. Und wenn du nicht Gemüsestrudel. Der beste Otto wärst. Es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Die klassische Version vom Strudel ist die alte, bis du die Großmutter gemacht hat. Oder weiß nicht, hast du deine noch gemacht? Machst du selber noch Strudel mit dem Ziehen und so? Ja. Das ist jetzt noch einer, der ist so schön gezogen. Handgezogen. Selber. Kann man natürlich, also die wenigsten machen den heute noch so, kann man natürlich gut kaufen, tiefgefroren oder frisch. Alles Mögliche gibt es dort an Alternativen. Aber so ein, hat natürlich schon was, muss ich gestehen. Ich bin selber ein bisschen motiviert worden, den so zu machen. Ach so, ja. Du hättest dich auch mit dem anderen zufrieden gegeben? Susanne hat gesagt, bitte mach das mal gescheit. Susanne, muss man dazu sagen, ist die liebe Kollegin aus der Kochredaktion, die immer ganz genau darüber wacht, was wir hier machen oder auch nicht machen und die so ein bisschen Sand führt. Ja, habe ich auch so empfunden. Bedanke mich herzlich dafür. Dass wir einen eigenen Strudel machen, einen Strudelteig. Genau. Martina, du hast heute die Wahl, unsere kreative Martina. Oh. Es gibt nämlich zu dem Gemüsestrudel was dazu. Es gibt eine Kräutersoße oder einen Kräuterdip.
Also, am liebsten würde ich ja gerne beides probieren. Geht das? So ein bisschen weniger dann? Machen wir. Machen wir. Oh, ja. Na, logisch. Für dich. Für dich auch? Ja, ja. Das nimmt mich natürlich auch aus der Bredouille, dass Heiko Hübscher, unser Rosenexperte, noch draußen im Garten brasselt und ich ihn jetzt nicht fragen kann. Ich denke doch, dass er dann noch am... Ja, genau. Die Kletterrose war noch nicht fertig. Die muss noch weiter zurückgeschnitten werden und angebunden werden. Aber er kommt rechtzeitig zum Essen rein. Wer viel arbeitet im Garten, hat natürlich entsprechend Kohldampf. Mach für Heiko dann größere Portionen. Okay. Okay. Ich habe schon ein bisschen was zusätzlich vorbereitet, weil ich ja nicht wusste, wer da ist. Ich denke mal, das reicht für alle jetzt. So, Habe ich das jetzt vor lauter Begeisterung? Du das hast Gemüse. Das Gemüse kann man, wenn man es ganz fein schneidet, einfach nur so anmengen mit Salz und Pfeffer. Ja. Ich habe es ein bisschen kurz ins kochende Wasser gegeben, kurz blanchiert, dass es weicher wird. Champignons, dünne Streifen geschnitten und alles nochmal vermischt. Jetzt da reingefüllt und in den selber gemachten, bitte ausdrücklich vermerken, selber gemachter Strudel, Teig da rein. So. Und wie hast du es gewürzt, das Gemüse? Salz, Pfeffer? Nur Salz und Pfeffer. Ist ein bisschen Knoblauch mit drin. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ladies. Ja? Ja? Gut. Wir küssen ja nur dich nachher. Dankeschön. Liebe Dank. Oder Bettina. So. Und jetzt ist das die Portion für wen vielleicht? Weiß ich noch nicht. Für wen? Die große Portion. Das ist die große Portion. Also du hast schon mehrere Strudel am Start sozusagen. Ja. In Ofen rein bei 190, 200 Grad. Wie lang? Brauchen wir nicht viel. Einfach 10 Minuten, Viertelstunde, außen ein bisschen braun ist. Das Gemüse ist ja schon durch, abgeschmeckt. Und dann haben wir noch ein bisschen Knackigkeit bei dem Pizza am Schluss. Okay, darf man so ein bisschen nach Augenmaß gehen. Sehr gut. Dann darf ich Ihnen jetzt mal diese Karte zeigen. Sie gucken bitte genau drauf, wo Sie wohnen. Also ich bin jetzt mal hier, Baden-Baden. Und das sehen wir schon, ist eine dunkelgrüne Zone. Das heißt... Wir müssten eigentlich hier bereit sein für DVB-T2, dieses neue Format, das am 29. März in diesen dunkelgrünen Zonen gesendet wird sozusagen. Also das terrestrische Antennenfernsehen wird dann abgeschaltet. Das heißt, wer darüber noch guckt, der sieht dann nur noch schwarz. Und Sie sollten vielleicht jetzt vor dem 29. März, wenn Sie in diesen grünen Zonen wohnen, die anderen kommen dann nach und nach auch dran, mal checken, ob Sie denn bereit sind für die Umstellung. Wer auch künftig ohne Kabel oder Satellit das Programm genießen will, muss langsam aktiv werden. Noch schärfer und einfach brillant für die immer größeren TV-Geräte sollen die Bilder bald gesendet werden. In HD und einer neuen Empfangstechnik, DVB-T2. DVB-T2 kommt über die Sendemasten ins Haus. Die Umstellung auf die neue Technik erfolgt schrittweise. Bereits Ende März werden in diesen Regionen sowohl öffentlich-rechtliche als auch private Programme über DVB-T2 gesendet, in den schraffierten Regionen nur öffentlich-rechtliche. Hier benötigt man dann für die neue Technik auch ein neues Empfangsgerät. Oder doch gleich einen neuen Fernseher? Die Experten in den Elektronikmärkten sind gefragt dieser Tage und zeigen, worauf es ankommt. Es muss H265 auf der Produktbeschreibung stehen. Dann ist ein Gerät für den DVB-T2-Empfang geeignet. DVB-T2 selber hat ja dieses Logo. Allerdings ist es nicht bei jedem Hersteller zu sehen. Die günstigere Alternative, ein neuer Receiver für DVB-T2, die gibt es ab etwa 50 Euro. Für die öffentlich-rechtlichen Programme in HD kommen dank des Rundfunkbeitrags keine weiteren Kosten hinzu. Private Sender in HD schauen aber kostet extra, etwa 70 Euro pro Jahr. Für Fernseher gibt es dann entsprechend ein Modul, was hinten in den CI-Slot reingesteckt wird. Dennoch ist die Umrüstung auf DVB-T2 kostengünstiger und für viele praktikabler als Alternativen wie Kabelfernsehen oder TV via Internet. Man braucht entweder WLAN oder man braucht eine DSL-Steckdose, um das natürlich empfangen zu können. Und beim Kabelanschluss braucht man natürlich den Kabelanschluss. Bei DVB-T2 HD ist der Vorteil, dass man es in den Empfangsgebieten direkt aus der Luft mit einer Antenne unabhängig von einem Kabelanschluss empfangen kann. Und das überall, auch unterwegs auf dem Tablet. Mit einer kleinen Antenne großes Fernsehen.
Und alle, die nicht via Satellit oder Kabel fernsehen sollten, das unbedingt bis zum 29. März überprüft haben, können Sie auch bei uns auf der Seite vorbeischauen. Da verlinken wir nochmal die Karte, dass Sie wissen, wann Sie dran sind. Und da sind auch noch ein paar Infos mehr eben zu dieser Umstellung. Lieber Otto, der Strudel ist im Ofen. Da passiert schon mal nichts mehr. Jetzt lass uns an die Soßen gehen. Ich habe einen Gemüsefond, wo ich vorher das Gemüse blanchiert habe. Ein bisschen Gemüsefond dazu, schön eingekocht schon und mit Sahne. Wir haben das vermischen und noch mal ein bisschen einkochen lassen. Ja. Und das Salz und Pfeffer dazu. Es gibt dann so eine Kräutersoße mit all dem, was hier so ganz fett einfach steht. Ja. Habe ich schon hier sauber gehackt, voll Hand. Trocken gehackt, ganz wichtig. Ein bisschen Salz dazu, sicherheitshalber. Mhm. Und das lassen wir noch mal einkochen. Für den Fall, dass das überkochen sollte, würde ich dich bitten, mich zu retten. Einfach, dass wir uns nicht blamieren hier. Auf keinen Fall. Millionen ich würde dann Zuschauer. Sagen, der Otto hat nicht aufgepasst, dann bin ich nicht blamiert, aber du. Millionen Zuschauer und dann läuft was über. Nee, das will ich nicht. Nein, es ist ja in unserem Interesse, Martina, dass die Soße gut wird. Wir werden die Möglichkeit, die wir jetzt dazu haben, ist, einen kalten Dip dazu zu machen, alternativ zu so einer Soße. Schaut fast gleich aus, ist aber ein bisschen dicker. Also etwas Quark und den schönen Joghurt, Magerjoghurt, den vermischen wir. Just, das schmeißen wir alles zusammen rein, schauen. Dass das was wird. Mhm. Joghurt und Quark zugleich. Joghurt und Quark könnte man jetzt auch noch ein bisschen. Fetter Quark oder kein Magerquark? Ein Magerquark, aber wenn der Magerquark so mager ist, geben wir noch ein bisschen Olivenöl dazu. Ja, ist ein faires Angebot. Damit sich ganz so mager. Ein bisschen Geschmack muss ja sein, weil an dem Strudel ist ja eigentlich nichts dran. Und das ist Gemüse und nichts, oder? Okay. Also das ist ein Alibi eigentlich fürs Essen. Ja. Das ist ja nichts, keine Kalorien. Ein bisschen Strudelteig ist ja nichts. So, diese Olivenöl dazu noch. Salz, Pfeffer und die Kräuter jetzt dazu. Mhm. Und da hast du genommen alles, was der Petersilie, Frühling hergibt. Petersilie, viel Basilikum. Oh, du hast mich gerettet, habe ich gesehen. Hast du auch Bärlauch drin? Kerbel, Schnittlauch? Bärlauch habe ich jetzt noch nicht. Doch, hier stört mich. Bärlauch, Petersilie, Schnittlauch, Dill und Petersilie. Petersilie, Schnittlauch, das, was okay. Basilikum. Was wir haben. Okay. Ah ja, okay. Also willst Martina, du willst du das probieren? Nach Bärlauch und Knoblauch. Duft? Ich liebe Bärlauch. Willst du probieren von dem? Ich finde es eigentlich ganz gut. Darf ich schon probieren? Sag mir, ja. Ja, logisch. Das ist Natur, leicht, mit dem Tupfenolivenöl, gell? Da kommt jetzt auch noch dazu die Kräuter. Im letzten Moment eigentlich. Ist es ausreichend? Sehr fein. Ja. Aber das Olivenöl muss sein, weil sonst ist er echt trägt's am Gaumen. Ein bisschen Geschmack darf schon dazu kommen. So, das ist jetzt die Alternative mit ein bisschen Grün. Ja? Mit Grün drin. Aber nicht zu lang kochen, weil sonst nicht mehr Grün, sondern Braun. Ne? Nummer. Jawohl. Auf und weg. Auf und weg, Martina. Das ist unser Stichwort. Oh. Oh. Wir lassen Otto jetzt mit seinen zwei Soßen. Und der Aufsicht des Topfes, die geht jetzt wieder an dich. Danke, Marin. Ich versuch's. Ja. Martina, ich komme zu dir. Auf dem Weg dahin können Sie schon mal gucken, was Martina heute Schönes macht. Das ist nämlich das gute alte Petit-Gros. Kennt ihr vielleicht noch? Ja. Kommt wieder zu neuen Ehren, weil gerade Flechten im Moment ein ganz großer Trend ist. Ja. Und natürlich sehr schick vor der blauen Wand aussieht, da kontrastiert das. Kriegt ein bisschen was Maritimes so von der Optik her. Liegt auch daran, dass es so ein bisschen an Reuse erinnert. Das stimmt. Ja, und vielleicht auch ein bisschen an Fisch. Also einfach so dieses Naturmaterial und vor allem jede Lampe sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Und es sind gerade ganz viele Trendthemen, die so aus den 70er Jahren kommen. Da haben wir ja alle mit Petit-Gros schon mal geflochten. Und wir erinnern uns, das sind solche Bündel hier. Das ist jetzt ein großes, ein ganzes Pfund. Und das ist so ein bisschen spröde. Also wenn man das so knickt und so verarbeiten würde, hätte man echt, wäre es echt schwierig. Wird eingelegt in lauwarmes Wasser, so ungefähr eine Stunde. Mhm. Nicht zu lang, sonst wird es grau. Und das hier habe ich eingelegt, ist auch ein etwas dickeres, das ist 3 mm dick. Und damit wir jetzt einen schönen Boden kriegen, wo wir auch die Fassung reinsetzen können, beginnen wir einfach mit so einer, Sperrholzplatte, rund zugesägt mit der Laubsäge. Ist da noch irgendwo ein Preis dran? Laubsägen, ja, das Bündel hier kostet über 20 Euro, aber für die Lampe brauchen wir nicht mal 100 Gramm. Und diese 125 Gramm, die gibt es um 5 Euro. Also kann man sagen, also so 5, 6, 7 Euro ist der ganze Preis für die Lampe. Wahnsinn. Sperrholz kann man ein Restchen nehmen. Mit der Laubsäge ausgesägt, auch mal wieder so von Hand, dann kriegt man wieder mal so das Gefühl von damals, als man noch ganz viel diese... Ja, das passt super zusammen. Und wer sich das nicht antun möchte, das Sägeblatt auszutauschen, um hier diesen Kreis
in der Mitte so rauszusägen nochmal. Mhm. Da kann sich auch einfach hier so bis zur Mitte sägen. Darf man an der Stelle, sieht man eigentlich gar nicht. Oder das auch so rund gestalten, kriegt sogar noch ein bisschen was Nettes, was zu der Lampe passt. So, dann habe ich den Bohrer eingespannt, der genau dem Durchmesser des Petitrohrs entspricht. Und bohre jetzt einfach hier Löcher am Rand entlang. Ich habe sie auch nicht mal vorgezeichnet, weil es passt zu dem Stil wirklich, wenn das nicht so ganz akkurat ist. Wichtig ist, dass man den Abstand nicht geringer als 1,8 mm hält. Zentimeter, oder? 1,8 cm, genau. Gut aufgepasst. Oder sogar eher auf 2,5 cm geht. Einfach, weil das beim Flechten nachher einfacher geht. Mhm. So, kann man noch ein bisschen glatt schleifen, aber wie gesagt, das muss man eigentlich auch das nicht, ist ja alles jetzt gerade so gewollt, dass man so ein bisschen das wild verspielte, ein bisschen zufällige lässt und eben nicht so ganz perfekt. Jetzt ziehen wir einfach diese Petitrohrhalme hier durch. Das sind so Stücke, ja, so 2-3 Meter können die lang sein. Mhm. Das ist jetzt ein etwas kürzeres. Schneide einfach oben dann ab, aber auch nicht zu kurz, weil ich möchte, dass das oben genauso verspielt weitergeht wie unten. So, wenn man übrigens so ein 500-Gramm-Bündel hat, dann sollte man nicht das Ganze ins Wasser einlegen, sonst kriegt man das echt nicht mehr auseinandergeheddert. Stimmt, ja, das kühlt dann auf und dann ist es so richtig verpackt. Ja, ich habe mich sofort daran erinnert, dass ich das früher schon mal falsch gemacht habe. Ich habe jetzt auch jahrelang nichts gemacht mit dem Rohr. Und es ist einfach, es macht einfach einen Riesenspaß. Ne? Jetzt wird es einfach so durchgezogen, kann man sich vorstellen, bis wir unten, also bis wir einmal rum sind. Und dann habe ich den Schritt natürlich vorbereitet, weil es dauert schon. Diese wunderbare meditative Arbeit darf ein bisschen dauern. Und damit wir hier so wirklich einen, sagen wir mal, einen festen Rand bekommen und auch so einen kleinen optischen Halt bekommen, habe ich jetzt einfach hier mal wirklich ein paar Zentimeter eingeflochten. Und das kann man einfach auch mal andeuten. Man nimmt dann diese noch am besten so rum. Soll ich was halten? Normalerweise macht man das auf dem Boden sitzend oder auf dem Stuhl sitzend, aber dann klemmt man sich das hier einfach so zwischen die Knie, diese Scheibe. Und dann kann man ganz gemütlich hier immer einfach diese Streben immer tauschen von der Position mit diesem, genau, immer eins davor legen. Und dann einfach aufpassen an der Stelle, das ist so ein bisschen der neuralgische Punkt, dass man das nicht zu sehr biegt. Ja. Gerade wenn das Rohr wieder ein bisschen trocken ist, wenn man am nächsten Tag weitermacht, dass man einfach hier wirklich eine gute Elastizität hat. Und dann webt man sich so einmal durch. So, und dann habe ich mir überlegt, damit das Ganze wirklich richtig schön wild und verspielt wird, nimmt man zum Schluss einfach einige dieser Reihen und zieht die so runter, damit man hier nochmal so eine Weboptik kriegt, aber mit ganz großen Maschen, die wir einerseits brauchen, um die Birne nachher noch einsetzen zu können und die Fassung und andererseits, um diesen lockeren, ja, Look zu bekommen. Das stimmt, man kommt dann easy rein. Man muss im Grunde die Fassung nur von oben rein, von unten mit der Birne gegensetzen. Den Durchmesser beachten. Kann ich doch eigentlich auch alte Lampenfassungen nehmen, die mir nicht mehr gefallen, ganz oder? Genau. Einfach den Schirm wegmachen, die Fassung benutzen und diesen neuen Look hier kreieren, ganz allein. Für 5 Euro Materialeinsatz. Und selbst gemacht. Ja, und es ist ja auch im Moment sehr, sehr in diese so Bündelungen zu hängen, ne? In verschiedenen Höhen und so. Genau. Das kann man dann ganz entspannt machen. Super. Schön. Schöne Idee. Vielen Dank. Du hast dir dein Essen verdient. Ja, oh, schön. Komm mit. Ach, Heiko ist schon wieder da. Fertig mit der Rose? Ja. War noch ein bisschen kratzig, aber... Aber gut, dass du die langen Handschuhe anhattest. Ja, aber dafür blieb nur das Hemd hängen. In der Rose. Ja, das ist wichtig. Müssen wir noch als Tipp mit auf den Weg geben. Beim Rosenschneiden auf jeden Fall lange Handschuhe, weil sonst ist man echt zerkratzt. Okay, Otto, die Gäste sind da, der Strudel. Das ist doch wunderbar. Ist das, nee, das ist nicht der, den du gerade geschoben hast. Jetzt, ne? Aber, das habe ich doch schon mal vorbereitet. Okay. Das geht ja gar nicht anders. Und dann einmal Dip und einmal Soße? Dip dazu auf die andere Seite. Die Soße, da haben alle von beiden Sachen probieren können. Na, sehr gut. So schaut's aus. 3 Minuten und ich bin wieder bei dir am Tisch. Okay. Diese 3 Minuten nehmen wir uns natürlich gerne Zeit, um mit Ihnen noch eine Runde Quiz zu spielen. Herr Hussong aus Zweibrücken, Heiko. Derselbe Ort, wo Heiko mit seinem Rosengarten zu Hause ist. Hallo, Herr Hussong, grüße Sie. Ja, guten Tag. Ich grüße Sie sehr herzlich. Wir wollen jetzt unser Glück am 360-Grad-Quiz versuchen. Die Regeln sind Ihnen bekannt. Ja. Ein Bild in viele Bestandteile zerlegt. Wir navigieren für Sie einmal durch, 1 Minute lang. Und Sie sagen mir einfach nur, rechts oder links rum soll es gehen. Genau. Rechts rum oder links rum? Machen wir rechts rum. Rechts rum geht's los. Und das ist das erste. Ja, das ist das erste Bild. Jetzt sehen Sie es, ne? Jetzt sind wir da, ja. Gut. Sie gucken wie immer
auch auf Details, auf Menschen, die da sind, auf den Untergrund, auf den Verkehr. Das Wetter könnte vielleicht auch eine Rolle spielen oder die Bepflanzung. Menschen, die da stehen, was haben die in der Hand, wie sind die angezogen? Das ist natürlich jetzt ein markanter Punkt, den hat nicht jede Stadt zu bieten. Auch hier gucken, schauen, aufnehmen. Da gibt es noch ein Modell von dem Ganzen in etwas kleiner. Wir haben es gesehen. Ja. Und navigieren weiter. Noch ein bisschen das Umfeld. Und sind wieder am Ausgangspunkt zurück nach einer Minute Rundreise. Und ich hätte nun vier Fragen für Sie, Herr Hussong. Die erste Frage, wie immer, wo sind wir? Sind wir an der Porta Nigra in Trier, auf dem Campus von Köln oder am Limes in Jagsthausen? Wir sind an der Porta Nigra in Trier. Oh. Das ist souverän richtig, das Wahrzeichen der Stadt, aus 7000 Sandsteinquadern gebaut, die jetzt im Laufe der Jahre verwittert und deswegen schwarz sind. Porta Nigra, das schwarze Tor. Super. 25 Euro zum Auftakt und gleich die Frage hinterher, wie viele Torbögen führen durch die Porta Nigra? 2, 3 oder 4? Das sind 2 Torbögen. Auch das ist richtig. Und das ist der Ausschnitt, der das Ganze belegt. Gut. Jetzt kommen wir auf die Umgebung. Was hat der Mann mit der leuchtend grünen Jacke, der da im Bild stand, in der Hand? War das ein Tretroller, ein Fahrrad oder ein Moped? Ich würde sagen, ein Fahrrad. Würden Sie sagen? Ja. Und ich würde sagen, auch das ist richtig. 100 Euro sind damit auf Ihrem Konto und das ist der Preis. Sehr gut. Jetzt können Sie es nochmal verdoppeln, das Ganze. Nochmal 100 obendrauf. Wenn Sie uns sagen, dass das Modell vor der Porta Nigra, aus welchem Material ist das? Aus Holz, Stein oder Metall? Ich würde sagen, Metall. Würden Sie sagen? Ja. Bingo. Nochmal 100 Euro auf Ihr Konto. Macht einen glatten Schnitt von 200 Euro für Herr Hussong. Wunderbar. Aus Zweibrücken. Herzlichen Glückwunsch. Hurra. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Bei dem schönen Wetter und da. Genau, wir genießen auch das schöne Wetter noch. Ab morgen haben wir ja gerade gesehen von Wolfgang Rossi. Ist es ja leider vorbei mit der Pracht. Oh, Martina, bitteschön. Dankeschön, Evelyn. Sehr gerne. Dankeschön, Otto. Ein Gemüsestrudel mit zweierlei Soßen. Gemüsesoße, Kräutersoße oder Kräuterdip. Wie man es mag, probiert's, genießt es. Ich kann schon mal sagen, dass morgen Björn Deiner, der Teamaster, bei uns ist. Und es gibt Matcha-Tee, ist ja was ganz Besonderes. Und man muss auch ein paar Tipps beachten bei der Zubereitung, damit man den vollen Genuss hat. Und dazu gibt es noch Teriyaki-Bällchen und noch irgendwie ein asiatisches Leckerchen. Ihr Lieben, schon jemand probiert? Mhm. Mhm. Also die Soße ist ein Traum. Tipp habe ich noch nicht. Die Soße ist ein Traum. Ja. Oh ja, sehr kräuterig, sehr fein. Lecker. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Nachmittag und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Adi Buffet.